Scheiße. Wen krieg ich weggeballert? Den da unten? Das ist nämlich so eine Unidad-Einheit. Ich will da nicht einfach dran vorbeifahren. Ja. Hab ihn schon. Genau. Das ist aber noch ein Minimum meiner. Oder? Da. Jetzt haben wir ein Problem. Da wollte er einfach dran vorbeifahren. Der ist tot. Okay. Da kommt nämlich jetzt Verstärkung. Mhm. An denen am besten immer vorbeifahren. Einfach vorbeibrettern. Den verlieren wir gleich wieder. Ja. Oh, ey. Verteilverkehr hier. Ja, der ist weg. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Den ersten habe ich schon erwischt, aber den zweiten, der dahinter stand, habe ich nicht wirklich mitgenommen. Ich glaube, wir haben sie abgehängt, oder? Diese Einheit, die Unidad-Einheit. Hm. Ja, kann sein, ja. Der eine ist weg, ja. So. Alter. Ich würde sagen, hier halten wir an. Verdammt, so etwas hat ist alles rot da vorne. Sandsäcke, Stacheldraht, Wachposten. Vielleicht solltest du auch Salbe drauf tun. Ich wette, die Kartellverstecher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Haus ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Da ist noch ein Tango. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Tschüss. Ich sehe ein fünftes Ziel. Also das, was ich markieren konnte, habe ich gemarkiert. Ich bin auch dabei. Hier ist noch massenhaft. Hm. Ich muss hier komplett raus aus dem Gebiet. Egal, wo ich mich jetzt nicht hin. Ja, mich haben sie schon erwischt. Hey, nur optisch gesehen, ja? Ich habe nur so drauf geschossen. Ich habe mich eigentlich versteckt, nur. Wahrscheinlich mitten im Dorf, wa? Ja, der ist ins Dorf reingerannt. Ah ja, sterb doch am besten, ey. Ich hab schon sofort tot. Ja, fuck. Die fressen und fressen und fressen. Ansonsten macht das ohne mich weiter. So geht's gerade nicht. Hinter mir ist noch einer.
ja nichts sagen, ne? Ich bin in diesem ich spiele dieses Spiel mit meinem besten Freund seit dem Dreivierteljahr. So oft wie jetzt in den Dings bin ich da noch nie gestorben. Ja, das liegt aber jetzt gerade an mir einfach momentan. Ich bin irgendwie zu leichtsinnig, zu schnell entdeckt. Sehr gut. Aber warum auch immer ich so 5 Kilometer weggespawnt bin, ne? Also ich komme gar nicht mehr hoch, irgendwie. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Ja, aber ich wollte bei dir spawnen und jetzt muss ich mich erstmal hier wieder in die Berge hochklettern. Wir sind gerade mit 2-mal komplett raus aus der Gruppe. Sicher einen Weg finden, raus hochzukommen wieder. Ziel eliminiert. 2 habe ich. Habe ich. Gerade nichts. Setze Drohne ein. Ich komme hier nicht mehr hoch zu euch. Scheiße. Da kam noch einer von rechts. Nichts machen gerade. Müssen wir jetzt zu dritt mal irgendwie weitermachen. Ich glaube immer außenrum gerade. Hä? Ja, ich glaube immer außenrum. Ja, ich stehe hier komplett unten, ich komme nicht hoch. Ich müsste komplett den Berg hochklettern, das schaffe ich halt nicht. Ah, was ein Kack, ey. Das nervt mich gerade. Ne. Keine Ahnung. Achtung, da kommt ein Auto. Ah, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ey. Ich bin auch ganz weit weg gespawnt jetzt hier. Ja, ich versuche gerade zu Yvonne zu kommen. Das ist so ätzend. Mit der Blitzreise. So ätzend. Ja, aber ich versuche gerade mit der Blitzreise hinzukommen. Das ist scheiße, dass du dann wirklich keine Ahnung, dass du wirklich mit in der Pampa spannst und dann das Team nicht unterstützen kannst. Markus und ich haben gerade gut aufgeräumt. Ja, wir waren auch schon fast beim Ziel dran. Na, wäre doch gut, aber. Zumindest bin ich jetzt an der Straße. Wo bin ich denn jetzt gelandet, ey? Bei mir. Was ist für ein Arsch? Ich hab mich gar nicht gesehen.
brauchen wir jetzt auch einen LKW. Aber was ist das? Ich habe jetzt mein Auto gefunden, also ich versuche jetzt gerade über die Straße zurückzukommen. Oh, das ist jetzt ein weiter Weg. Oh, Yvonne, willst du gucken, ob du mitfahren kannst? Ich weiß nicht, ob es geht. Oh, fahr doch weiter. Markus, brauchst du ein Taxi? Markus, brauchst du ein Taxi? Kannst du damit drauf? Ja, das wird das. Das hatte ich nicht. Ah, so. Jetzt war mit wir kommen jetzt schon wieder. Wir haben ein Auto gefunden. Der Schein. Warte mal. So, das reicht eigentlich. Ich bin auf dem Weg. Ja, wir auch. Einen habe ich. Vielleicht. Oh, kann ich gebrauchen. Wenn jemand eine Straße kommen würde, wäre toll. Habt ihr denn? Gut, dass die Yvonne Sekundenkleber am Arsch hat. Oh, da kommt eine Straße. So. Der, was? Vielleicht. Ach ey, der lässt sich aber auch so scheiße steuern. Ich höre hier noch Gegnerkäfer, so pass auf. Ja. Ich sehe auch noch markiert. Der ist immer da drin wahrscheinlich. Ja. Das ist ein scheiß Teil hier. Und er sagt, Markus, du mir das nicht. So, jetzt aber. Okay, hier ist kein Gegner mehr, hier ist noch der Gefangene. Wir kommen jetzt angeschossen. Alles okay? Was wollen Sie von mir? Achso, das ist schon. Die Sie gefoltert haben. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So viel weiß ich noch. Und es war Stier. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich. Ach, hier ist die Tür. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Ei. Gut. Oh, was seid ihr denn jetzt überhaupt hier? Hier ist aber immer noch irgendwo von Präsenz. Hab ich das Gefühl. Ja. Ja, hier ist noch einer. Der LKW. Alter, ernsthaft jetzt? Wieso seid ihr jetzt tot? Ich wurde jetzt gerade von dem Gefangenen, den ich gerade befreit habe, überfahren. Ich bin aus der Kirche raus, habe auf die Karte geguckt, gehe wieder raus und liege auf dem Boden, ein Auto mit dem grünen Symbol fährt weg. Leute, auf der Kirche ist doch ein Scharfschütze. Das war der Feind. War mal ein Scharfschütze. Markus, brauchst du ein Scharfschützgewehr? Gottverdammt. Schon, aber ich hätte lieber eins, was wir dauerhaft haben, weil wenn du nämlich stirbst, verlierst du die du aufhebst. Ach, scheiße. Okay, weil sonst hätte ich hier oben eins für dich. Ja nee, ich weiß. Beim nächsten Einloggen sind die auch wieder weg dann. Ja. Deswegen. Ist besser, wenn wir die freischalten direkt, dass wir die als unsere Ausrüstung auswählen. Ja. Nee, das war nämlich der Feind, der noch da dran war. Der stand halt oben auf dem Kirchturm noch. Ich hab ziemlich kurz angepasst und niedergeschlagen und dann ist gut. Ja, wir haben so schnell gemacht, wie wir konnten. Der Trecker, der ist nur 30 gefahren. Das ist ja kein Problem. Du musst ja uns auch irgendwie noch untersuchen, Alter. Was ist das? Ist hier, hier, da steht er, der Idiot hier. Der hat mich gerade überfahren hier. Ja, tötet ihn der zurück. Der an eurem Traktor steht. Wir machen fertig. So.
Ich weiß ja nicht, wie viele können denn hier drauf sitzen auf dem Traktor? Zwei. Okay. Zwei. Ja, wir nehmen dann ein eigenes Auto. Dann nehmen wir was anderes. Hier oben steht zum Beispiel noch. Ach, der qualmt auch schon. Ich brauche dein Auto. Was sagen wir denn hier? Habe ich in GTA gelernt, Autos zu klauen. Ja. So, wo wollen wir denn überhaupt hin? Erstmal warten wir auf Yvonne. Das ist doch sowieso. Genau. Ich steig erstmal im Kofferraum rein und legst ihn da rein, ne, ist klar. So, wir können los, Yvonne liegt im Kofferraum. So, die Frage ist, wohin, ja. Haben wir noch irgendwas Storymäßiges gerade auf der Karte? Und wie hast du dein Wochenende so verbracht in dem Kofferraum von dem Sumizu? Ja. Krass, wir haben einfach. Also theoretisch wäre hier noch eine Story. Wir müssen auch auch diese Aktenordner mit dem Ausrufezeichen machen, weil damit schalten wir auch weitere Story-Missionen frei. Mhm. Ja, warte mal, dann gucke ich gerade, dann gehen wir da hin. Wir haben hier zum Beispiel einen in der Nähe. Habe ich gerade mal markiert. Den ich auch markiert habe. Hitakua-Untersuchung unten, etwas weiter unten links. Oder wo? Nee, oben links. Ach, du meinst das B da oben, ja. Okay, ja. Dahin würde ich sagen. Hm, dann müssen wir gerade gucken, wo wir lang müssen. Unten links irgendwo. Ach, unten. Ja. Boah, ist das sicher mit der Steuerung mit der Kamera. Nur als Erinnerung, Cap sitzt gerade am Steuer, ja, wir jetzt. Also. Ja, ich werde jederzeit verlieren, ich guck mal, ob ich ein paar Punkte habe, die ich nur verteilen kann. Entschuldigung. Wir fehlen aber über 10 Punkte. Oh, ich dachte, ich fehle für die Handbremse. Ey, ich bringe euch sicher ans Ziel. Wenn wir ins Gebüsch wollen, auf jeden Fall, ja. Da hab ich, oh, Entschuldigung, ich hab da. Es tut mir leid. Die Wonnie liegt im Kofferraum, die ist nicht angeschnallt. Das ist mir scheißegal. So, hängen wir jetzt fest oder was? Ich bring euch raus, warte. Oder auch nicht, oder? Doch, krieg ich hin. Ich wollte eigentlich die Handbremse ziehen, weil ich um die Kurve wollte, aber irgendwie. War das nicht so ganz richtig? Warte mal, wo sind wir gelandet? warte mal, wir müssen aber wieder links auf die Straße zurück. Ja. Das kriegen wir hin. Das macht das Gelände tauglich. Dafür waren die Japaner doch schon immer bekannt. Warte mal. Tut mir leid. Alter, was ist. Geht mal weg hier! Ich hab grad Spaß. Also wenn es darum geht, sich weiter vom Ziel wegzubewegen, da bist du gerade sehr gut. Ja, tut mir leid, ich muss aber irgendwie mal auf die Straße zurück, aber ich glaube, wir sind gerade richtig wieder. Wir müssen mich jetzt eigentlich normalerweise rechts wieder auf die Straße zurück, oder nicht? Sehe ich das richtig? Nee, müssen wir nicht. Oder? Warte mal. Doch, wenn es richtig ist, müssen wir das wirklich. Warte mal. Sorry, ich muss mich gerade umorientieren. So, eigentlich bist du mal theoretisch, wenn es geht, geradeaus weiter. Also da nicht links jetzt durch, sondern mal geradeaus und dann links. Ich finde schon wieder einen Weg auf zur Straße zurück, keine Sorge. Wenn ich nicht so viel Fußgänger wäre, dann wäre das jetzt einfacher. Ja. Aber das Auto hat ja so eine Lenkung. So eine Fleißsteuerung. So, reiterisch müssen wir jetzt wieder hier unten auf die Straße kommen. Aber die Frage ist, kann ich hier durch? Musst nur aufpassen, hier sind Unidat in der Nähe, ne? Ja, es ist. Eigentlich wüsste ich, dass ich sogar genau da durch. Aber da machen wir es noch nicht. Oh.
Wir werden alle sterben. Tut dir nicht, das stimmt nicht. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit, die Zeichen sind eindeutig. Bald ist so weit. Oh, das Ding hat jetzt so eine ekelhafte Scheißsteuerung. Hey, hallo, ich hab euch sicher wieder auf die Straße zurückgebracht, ja? Hab ich doch gesagt. Wir sind genau richtig jetzt. Bitte schauen Sie sich dieses Auto an und dann wiederholen Sie nochmal, er hat uns sicher auf die Straße zurückgebracht. Genau. Wir fahren auf der Straße. Und dann fährt er gleich mitten rein ins Krisengebiet und zack, alle erschossen tot. Ja, das war der Plan der Sache. Ich steig schon mal aus, sicher ist sicher. Ja, alles gut. Wie die Mädels rausspringen. So, weiter. Genau so ist es nämlich, weißt du, hier, mittendrin, hier, da sind sie doch direkt. So ein Scheiß hier, warte mal. Boah, der ist mal weg. Erstmal einen Weg hier reinfinden. Das hier verrät den Standort einer Rebellensenderanlage, die nur wieder. So, niemand jetzt aufgespürt. Lass uns hingehen und Starthilfe geben. Wir haben den Standort eines Care-Pakets. Sehen wir mal nach, was noch da ist. Ich hab gar als ein Störsender. Steht. Gehen wir sie abschalten. Hm. Hier ist ein Störsender. Das ist natürlich, ne? Oh, so. Weil hier ist ein Geschützturm. Ich guck mal, ob ich den kriege. Mhm. Wahrscheinlich eher nicht. Starte Drohne. Bild und Ton sind unscharf. Die Drohne wird gestört. Ich hab hier den Störsender. Mach ihn kaputt. Wie kriege ich den kaputt? Mit Granate oder was? Kannst du auch kaputt schießen, glaube ich. Würde ich eigentlich abwarten, wenn der Gegner noch schon. Ansonsten, oder? Warte mal, ich weiß nicht, ich wüsste, wo der ist. Ich habe einen Granatwerfer. Wie kann ich eigentlich die Haftminen, kann ich die nicht sprengen, ne? Die kann ich nicht auch selber. Hier, ich sehe es. Ich habe ihn. Ist okay. Aus. Störsender aus. Sehr gut. Oh Scheiße, jetzt habe ich mal den Fall. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Jetzt war ich's. Ach, Prost, Marschall. Hätte ich mal. Lass die Gefangenen frei, die helfen uns. Ja, lass sie mal frei. Ich wollte gerade nur mal kurz meinen Controller zur Seite legen und bin dabei auf R2 gekommen. Was ist denn hier, Alter? So ein Scheiß hier. Tango getroffen. Oh Gott, ich blute! Ah, Scheiße. Den habe ich aber nicht gesehen. Das tut mir sehr leid. Was ist denn da unten? Das merke ich morgen früh noch. So, ich habe die Daten. Sehr gut. Ja, aber da oben ist irgendwo noch einer. Das Gefängnisdorf. Dann würde ich mal sagen. Ja, im Wachbüro sind vielleicht Hinweise zu den Vermissten. Das sollten wir überprüfen. Obwohl, ich sehe gerade Schwierigkeit, sind 4 volle Balken. Also, ob das was Gutes ist für Kev. Nur Spaß. Ja, das ist gut. Ihr jetzt? Wir sind im Turm. Hier wird noch ein Scharfschütze sein, hier oben. Ich guck mal, ob ich den krieg. Hier liegen ein paar Fähigkeiten, wo ich bin. Das lässt immer bleiben hier, ey. So. So. Alle weg? Nee, ne? Ja. Da unten doch. Rennt noch einer. Warum da die Rebellen nicht gleich schießen, verstehe ich nicht. Das bin ich übrigens. Nicht erschrecken. Da ist ein Mörser. Da ist noch ein Gegner. Oh. Oh, Alter, what the fuck? Meinst du den? Wahrscheinlich. Ja, da war, der wollte gerade den Mörser aktivieren. So. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Versuch mal das Tor da hinten aufzuschießen. Warte, Achtung. Geht das? Nee, ne? Das ist, glaube ich, das ist das Zeichen für so ein elektrisches Tor, was du so nicht aufkriegst. Warte, ich mach's auf.
Da muss doch bestimmt irgendwo was sein, wie man das aufmachen kann. Ich weiß das gar nicht. So, ich komm mal wieder runter vom Boden. Und zwar findest du die Stromleitung, die du verfolgst. So. Da sind irgendwo Gegner. Da muss es doch einen Hebel oder sowas für geben. Da ist doch noch einer. Wahrscheinlich, wenn ich den Stromgenerator ausmache, oder? Versuch es. Könnte sein. Nee, ja, Tor ist offen. Sehr gut. Ich fahre. Mach gut, schon so bereit, dann auch. Okay, hier noch eben den Nachschub. Tut. Hier sind irgendwo noch Fertigkeitspunkte oder was zu markieren. Ich hab sie gesehen. Also Fertigkeitspunkte habe ich gesehen. Die waren oben. Ja, die sind hier oben auch. Die habe ich nämlich auch noch nicht. Die würde ich mir gerne mal mitnehmen. Ja. Ja, genau. Gehen wir die mal holen. Ich warte im Auto, wo ich. Bist du schon wieder im Kofferraum? Das zu meiner Ausgehuniform passt? Ja, als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt. Aber guck, da könnte doch theoretisch noch eine fünfte Person mitspielen, wenn man sich in den Kofferraum legen kann, wa? So, liebe Leute, und hier seht ihr, wie ein wilder Pickup ein Motorrad poppt. In der freien, wilden, freien Natur. Also ich weiß ja nicht, ob solche Inhalte auf YouTube erlaubt sind, Kev. Tut mir leid, das sieht halt so aus da hinten. Fahr mal hier raus und guck da mal auf der rechten Seite. Sind alle drin im Auto? Nein. Ich komme. Weißt du, guck dir das jetzt an. Wie sieht das aus? Bis es qualmt. Überlastung. Ja, wahrscheinlich. Na gut, wenn du so ein Pickup auf die hast, ne? Das ist, gesund ist das wahrscheinlich nicht. Vielleicht nicht gut für den Rücken. Das Gefängnisdorf. Machen wir uns doch mal auf den Weg.